Naja, als ich dafür gecastet wurde, hatte ich keine Ahnung, was das war. Und das war wahrscheinlich ganz gut so, weil sonst wäre ich wahnsinnig aufgeregt gewesen beim Casting und hätte es nicht gekriegt. Weil du nicht wusstest, worum es ging, hast du einfach mal irgendwo quasi ein Video zwischen Tür und Angel gemacht. Naja, also ganz sowas nicht. Game of Thrones wird hauptsächlich in England gecastet. Und ich habe dann über meinen Agenten das Casting bekommen. Und das ist heutzutage gang und gäbe, dass man das in der ersten Runde als ein sogenanntes E-Casting macht. Das heißt, man nimmt sich selber auf, man kriegt eine Szene geschickt oder zwei. Ich habe diese Szene bekommen und habe da auch erstmal so ein bisschen geguckt, weil ich dachte, ein Mann. Wie rede ich denn da? Was soll das denn sein? Das kannte ich bisher nur von Winnetou. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Und da mir das alles nichts gesagt hat, amerikanische Fantasy-Serie, ein paar Drachen spielen auch mit, dachte ich, ja gut, mache ich jetzt und habe das weggeschickt und habe es vergessen. Und mein Agent rief mich dann 3 Wochen später an und sagte, du, also die Produzenten, fanden das ganz toll. Ein Mann hat einen Job. Ja, und nee, und die würden dich jetzt gerne persönlich treffen. Ja. Und dann habe ich erst mal recherchiert im Internet, was Game of Thrones überhaupt ist. Und dann wollte ich die auch persönlich treffen. Ja, hast du gedacht, mach ich mal mit.